Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Triembacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, heute zum Thema meditatives Training. Ein Krafttraining oder auch ein Kraftausdauertraining hat natürlich verschiedene Komponenten und natürlich auch verschiedene Werte. Für viele Menschen ist das Krafttraining ein Ventil, Stressabbau. Für viele ist natürlich auch der Austauschsport natürlich eine gewisse Komponente, um Stress zu kompensieren. Wir haben tagtäglich Stress, wir sind tagtäglich Stresszuständen ausgesetzt. Und ein gutes Ventil, beziehungsweise eines der besten Ventile, ist natürlich eben Kraft- und Ausdauersport. Und somit kann ich jedem empfehlen, der natürlich auch gewisse Stressfaktoren hat, auch mal ein Training meditativ gestalten. Das heißt, dass man natürlich hier nicht mit Räucherstäbchen rumrennt und Hare Krishna-Käppchen aufzieht, sondern dass man einfach hergeht und während des Trainings auch mal die Augen schließt und sich natürlich komplett auf sämtliche Bewegungsabläufe konzentriert. Das nenne ich für mich persönlich auch ein sogenanntes Techniktraining. Das mache ich in der Regel immer mal wieder, immer dann, wenn ich spüre, ich bin heute braintechnisch nicht unbedingt auf dem Punkt, nicht unbedingt auf der Sache, ich bin abgelenkt. Somit versuche ich natürlich ins Training Ruhe reinzubringen. Und diese Ruhe bringe ich rein, indem ich während meines Trainings, also in den Phasen der Belastung, exzentrisch und konzentrisch meine Augen schließe. Und nur mal versuche mich auf die Atmung und auf die entsprechende Muskelgruppe zu trainieren, die ich dann tatsächlich trainieren möchte. Man kann das auch mit offenen Augen machen. Man erkennt natürlich auch im Fitnessstudio Menschen, die hochkonzentriert trainieren. Und zwar am Blick, das nennt man einen intervenierten Blick. Das sieht man, die schauen, aber die nehmen eigentlich ringsherum nichts wahr. Das ist so ein leerer Blick. Die fokussieren sich auf einen Punkt. Das Gesichtsfeld wird eingeschränkt, sodass das Gehirn eine größere Kapazität hat, sich auf die Bewegung zu konzentrieren. Dieses Training kann ich jedem nur mal empfehlen, entweder wenn er natürlich sehr viel Stress hat, sehr viele Stressfaktoren auf ihn einkommen. Damit kann er natürlich eben 3-4 Mal in der Woche hier ein meditatives Stressbewältigungstraining betreiben oder natürlich als sogenanntes Techniktraining. Weil hier habe ich natürlich die Möglichkeit, wenn ich die Augen schließe und mich konzentriere, dass ich natürlich viel besser eine Zielmuskelfokussierung habe. Und genau von diesen Techniktrainingseinheiten und von diesen meditativen Trainingseinheiten lebt natürlich ein paar nächste Trainingseinheiten mit einer wesentlich besseren Intensität. Das war's schon. Andreas Triembacher aus Karlsruhe, Personal Trainer aus Karlsruhe. Deine Fitness, dein meditatives Training, deine Stressbewältigung, meine Aufgabe.